Guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich live aus Mexiko. Ich bin gut gelandet am Samstagnacht und habe jetzt gedacht, ich gehe auf den... bei uns ist jetzt 6:45. Ich bin frisch geduscht, aufgestanden und gehe jetzt an den Strand. Und habe gedacht, ich nehme euch da mal mit, weil gestern, wie ich den Weg gegangen bin, war das wie so, baff, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, worum es eigentlich geht im Leben. Es ist irgendwie mir so deutlich geworden und deshalb dachte ich, ich nehme euch da jetzt mal mit. Und ja, ich habe einen Wollpulli an, weil unten am Wasser, da weht ziemlich der Wind und ich wollte mich da gerne hinsetzen. Und dann ist es mir da einfach wohler. Jetzt drehe ich euch mal um und nehme euch mit an den Strand. Hier, das ist jetzt das Hotel, diese ganze Anlage. Hier wird gerade noch sauber gemacht. Und hier ist dann der Weg raus zum Strand. Ich nehme euch einfach mit, so wie es ist, morgens 6:45. Ich habe noch nicht gefrühstückt, sondern wollte jetzt einfach ganz gemütlich, ruhig an den Strand gehen. Und jetzt muss ich auch gucken, das WLAN, jetzt ist wieder da. Vielleicht hökelt es manchmal. Ich habe es gerade getestet, es sollte bis zum Wasser reichen. Und habt ihr das gesehen? Ich gehe das nochmal hier zurück ins Haus. Hier kommt man aus dem Haus raus in die Natur, ans Meer. Und da ist mir wie neu, tiefer, wie auch immer, bewusst geworden. Da fliegt eine Drohne. Guten Morgen. Genau so ist das Leben. Das Leben ist tiefer Friede, Natur pur, Klarheit, Ruhe, Frieden. Und so wie ich euch jetzt mit aus dem Haus genommen habe, so kann jeder aus den Geschichten aussteigen. Und das gewusst habe ich das vorher auch schon gesagt, in den Coachings umgesetzt habe ich das ja sowieso, auch bei mir natürlich tief. Aber da war mir das nochmal wie anders bewusst. Und deshalb wollte ich das heute mit euch gehen. Und jetzt gehen wir mal einfach da an den Strand. Ich habe auch so herzige Rückmeldungen gekriegt auf mein Live-Video, was ich am Samstag noch vom Flughafen gemacht habe. Das ist der Blick nach Westen. Da seht ihr schon, es hat diese Morgenröte. Und jetzt macht euch parat, Kaffee raus, Füße hoch. Das ist der Sonnenaufgang. Da funkelt sie durch. Ich muss ein bisschen gucken mit der Kamera, dass ich die anderen... Ahoi! Du, ich bin gerade live! Ich habe im Flugzeug eine sehr, sehr reizende Person kennengelernt und die ist jetzt auch am Strand. Genau. Weil der halbe Flieger war voll mit Leuten, die Dr. Joe Dispenza jetzt besuchen am Wochenende, in der Woche. Das wollte ich mit euch teilen. Ist das nicht wunderschön? Ich versuche es mal ein bisschen größer zu zoomen. Und das, meine Lieben, ist es, worum es geht im Leben, oder? Das ist es, worum es geht. Natur, Frieden, die Erde. Und wir sind hier Gäste. Wir haben alle eine gewisse Lebenszeit hier auf diesem Planeten und der darf schön sein. Du hast hier freiwillig inkarniert. Du hast dich, deine Seele hat sich entschieden, hey, auf dieses runde Ding gehe ich, in diese dritte Dimension, in diese Dichte gehe ich und ich mache den Switch mit, dieses Great Awakening in die fünfte Dimension rein, wo alles leichter und friedlicher wird. Und das ist das, wo wir gerade drin sind. Wir sehen natürlich und spüren eher das Dumpfe, Dunkle, Schwerfällige, Anstrengende, Müdemachende, die volle Macht, die sich jetzt zeigt. Dahinter wartet Frieden. Dahinter ist schon Frieden. Dahinter ist genau das. Das ist die Erde, auf die wir gekommen sind. Alles andere sind Geschichten. Alles andere sind wie einfach nur dicht gewebte Wollknäule, die sich jetzt entheddern.
Und wir erstaunt sind, wie lang die Schnüre sind. Wir erstaunt sind, in was wir da eigentlich drin waren, jahrelang, jahrzehntelang, jahrtausendelang. Und ihr merkt, ich bin jetzt wirklich ganz offen, pur und klar. Das ist das, was ich am ersten Tag in Mexiko hier erlebt habe selber. Alles das, was ich theoretisch gelesen, gelernt habe, was ich bei mir gecoacht, gekriegt habe, freigelegt habe, was ich bei meinen Kunden sehe, wenn da Schicht um Schicht um Schicht weggeht und es immer purer wird, immer mehr der Kern von dem, was dich ausmacht. Oh, ich kriege da wirklich Gänsehaut. Und ich mag euch mit diesen Bildern so gerne daran erinnern. Mitnehmen in meine jetzige Welt, wo das so klar war auf einmal für mich. Der Frieden ist auf der Erde schon längst. Hier ist pure Liebe, purer Frieden. Hier ist, es reicht für alle. Hier ist Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Unterstützung. Es ist alles da. Es ist nur verdeckt von Geschichten, die wir uns selber irgendwann angefangen haben zu erzählen. Die wir uns so intensiv erzählt haben, dass wir gar nicht mehr merken, dass es eine Geschichte ist. Ich kriege ganz oft nämlich die Frage, Nadja, was meinst du mit diesen Geschichten? Und das ist eben, ach, das reicht schon so. Ach, das passt schon so. Das ist eben so. Statt aufzustehen für dich. Statt zu spüren, was willst du eigentlich wirklich? Das ist die Essenz. Das ist das, worum es geht hier auf der Erde. Deshalb bist du da. Jetzt guck mal, jetzt kommt die Sonne hinter den Wolken raus. Da ist irgendwie noch eine Wolke davor. Es ist jetzt 7.23 Uhr, gerade war es 22. Hier in Mexiko, ich bin in Cancun, das heißt, es schaut nach Osten. Deshalb sehen wir diesen zauberhaften Sonnenaufgang mit dem Meer. Ich gehe mal ein bisschen näher hin, weil jetzt ist da niemand mehr. Und das ist das, worum es geht, oder? Das ist... Ich hoffe, dass man mich auch gut hört übrigens. Also das WLAN reicht noch. Genau. Das ist das, worum es geht. What it's about. Raus aus den Geschichten. Das ist in unserer Familie ebenso. Das ist in dieser Kultur, in dieser Stadt, in diesem Kontinent so. All das sind diese, ich sage dem immer Geschichten, weil ich finde, es darf alles auch mit Heiterkeit und Eleganz gehen. Man kann dem auch sagen Matrix. Das ist schon wieder so ein technischerer Begriff. Ich mag den Begriff Geschichten lieber, weil es das wie leichter macht, auszusteigen. Du kannst dich wie bei einem Buch entscheiden, ich klappe das Buch zu, das ist langweilig. Oder ich halte diesen Nervenkitzel von diesem Buch gar nicht aus. Oder ich mag es nicht mehr aushalten. Ich mag es nicht mehr mitmachen. Wie magst du es denn haben? Das ist das, worum es geht. Oh, es ist so schön, oder? Hier sind dann Restaurants, weil das ist ein riesengroßes Areal, so ein Hotelkomplex, wo dann dieses Long Week Retreat Workshop, wie auch immer, stattfindet. Das ist mein langer Schatten, der da jetzt kommt. Nehme ich euch einmal 360 Grad mit. Da seht ihr, es laufen schon manche rum. Da ist ein anderer Teil vom Komplex. Das ist wie ein W eigentlich in die Küste gebaut. Das hat wie zwei so Mini-Buchten, die das Hotel komplett ausfüllt. Und auf der Innenseite sind dann Pools. Oh, so schön. Hier. Und dann ist hier die Sonne. Genau, das ist die Erde. Das ist unser Leben.
Alles andere sind Geschichten. Wir sind Human Beings. Es kommt auf dein Gefühl an. Wie willst du dich fühlen? Heiter, lustig, humorvoll, voller Liebe, Wärme, Freude oder eher mit angezogener Handbremse, mit hochgezogenen Schultern, angespannt, traurig, wütend, ärgerlich. Wie willst du dich fühlen? Und es gibt kein richtig oder falsch, es ist alles okay, es ist alles die individuelle Entscheidung. Jeder entscheidet, wie er es haben möchte. Wichtig, und das ist wie, ich hatte noch vor meinem Abflug ein super cooles, wirklich ganz interessantes, tiefes Coaching mit einer Kundin. Und da ist nochmal wie ganz deutlich geworden, es geht immer um die Wahlfreiheit. Es geht nicht darum, dass dieses oder jenes richtig ist oder so sein muss oder zu sein hat. Es geht einzig und allein darum, dass du die Wahlfreiheit wahrnimmst, kennst, die du hast. Du kannst dich entscheiden, gesund oder krank zu sein, heiter oder angespannt, voller Angst oder voller Lebensfreude, eher konzentriert zusammengezogen oder juhu, was mache ich heute? Das ist eine Entscheidung und das ist mir auch für mich, für manche Lebensbereiche wie bewusst geworden, vor allem für mein Business natürlich, dass ich da noch deutlicher, noch tiefer begleiten möchte, worum es wirklich geht. Und dahin begleiten. Das habe ich von Anfang an so gemacht, interessanterweise. Also es ist jetzt keine Kehrtwendung und nichts wirklich Neues, aber es ist tiefer. Ich habe es wie... Und dafür sind diese Zeiten jetzt 2020, 2021, dass wir alle erkennen, wo stehe ich heute und was will ich eigentlich? Will ich das so haben, wie es jetzt gerade heute ist? Oder will ich es anders haben? Und dass wir alle, jeder für sich erkennt, ich habe die Wahl. Ich entscheide mich jetzt anders und gehe den Weg dafür. That's it. Das ist auch das, worum es bei Dr. Joe geht, oder? Bei Dispenza. Das ist das, ja, interessanterweise habe ich das von Anfang an so gemacht in den Coachings. Aber jetzt hat es nochmal wie deutlicher, friedlicher, klarer, tiefer, ich weiß gar nicht, ist auch egal. Also ich mag dich dazu einladen, mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang einfach Radio aus, Fernsehen aus, Zeitungen weg, Zeitschriften weg, die erzählen dir alle ihre Geschichten. Die erzählen dir die Geschichten der Redaktion, die sie finden, dass du wissen solltest. Eine Denkweise, wie sie finden, dass du denken solltest. Und das ist nicht richtig, es ist nicht falsch, das ist ohne jede Bewertung. Wichtig ist einfach, dass man sich dessen bewusst ist. Dass es, für mich war es ganz lange eine Gewohnheit, morgens die Zeitung zum Kaffee zu lesen. Das Knistern, die Gemütlichkeit, ich bin so aufgewachsen. Und es ist alles okay, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich tue es nur noch aus Gewohnheit. Wirklich Interessantes, Inspirierendes, mich Aufbauendes steht da nicht. Und dann habe ich angefangen, die Zeitung wegzulassen, die Abos zu kündigen und heute lese ich gar keine Tageszeitung. Ab und zu switche ich mal im Internet durch und da wird es immer deutlicher, dass ich die Frage stelle, unterstützt mich das, macht mich das groß, gibt mir das eine innere Ruhe, gibt es mir wertvolle Impulse, unterstützt es mich in dem Weg, den ich gerne gehen möchte? Mache ich die Zeitung oder Zeitschrift zu und bin friedlicher, inspirierter, kreativer oder nicht? Und darum geht's. Aufwachen aus den Gewohnheiten. Aufwachen aus dem eigenen Tagesablauf, aus dem eigenen, wie es bisher war. Und das wertungsfrei, die fünfte Dimension, in die wir reinschiften, wo wir schon längst sind im Übrigen, wo nur noch die Menschen Schritt für Schritt reingehen dürfen und gerade mit Druck reingeschoben werden,
ist ohne Bewertung. Diese fünfte Dimension, die ganz feinwellige Energie ist. Wir Menschen geben dem dann eben Namen, deshalb heißt das Feinwellige dann fünfte Dimension. Dieses Feinwellige ist längst da. Die Erde ist schon in dieser Dimension, ist schon in dieser Frequenz. Und jeder einzelne Mensch ist eingeladen, durch den Druck von außen an sich zu arbeiten und den Druck entweder zu nutzen, voller Angst zu werden und klein zu werden, oder für sich über die Bücher zu gehen und zu sagen, warum habe ich Angst, wovor habe ich Angst, was ist das eigentlich und wie will ich es haben? Es ist immer täglich die Einladung, wie will ich es haben? Und da braucht es keine Bewertungen mehr. Es gibt keine Bewertungen mehr, weil es jeder für sich entscheidet und es ist okay. Das heißt, wir lernen gerade kollektiv als gesamte Menschheit global auch dieses Compassion, also Mitgefühl, Respekt, Achtung vor den Entscheiden der anderen. Und wir lernen, die Signale wahrzunehmen, wenn einer sich oder irgendwas ändern möchte, da die Hand zu reichen. Deshalb hat es gerade so viele Coaches, oder? Das waren die Weckrufe der letzten Jahre, wo so viele sich berufen gefühlt haben, auf einmal zu spüren, wofür sie eigentlich da sind auf der Erde und was Spaß macht, wofür sie Hand reichen wollen. So wie es mir auch ging. Und darum geht's. Wirklich zu spüren, jeder für sich, wie will ich's haben? Und sich dann auf diesen Weg zu machen. Für dich, allein für dich. So, dass du glücklich, zufrieden das lebst, was du dir vorstellst. Und ich weiß gar nicht, ob ihr Kommentare reinschreibt. Ich sehe keine Kommentare leider. Vielleicht mögt ihr mir Kommentare reinschreiben. Vielleicht hat es einfach noch gar keine. Ich wink mal hier. Hallo. Genau, herzliche Grüße aus Mexiko, die sich jetzt neu zugeschaltet haben. Ich glaube, ich bin schon 10 Minuten live oder so. Ja, genau, es ist 33. Ich bin gerade in Mexiko und habe euch mit ans Meer zum Sonnenaufgang genommen. Jetzt ist die Sonne da, ist durch die Wolken oder über diese Wolke da durch. Die hängt jetzt da noch ein bisschen unten drunter. Ich guck mal, ob ich es noch größer. Boah, jetzt mache ich es euch mal richtig groß. Das ist die Sonne. Und ich schicke euch ganz viel Vitamin D durch den Bildschirm. Es hat natürlich diesen zitternden grünen Punkt aus der Linse. Genau. Hier, das ist purer Frieden auf der Erde. Es sind nur so ein paar Menschen, die da Strippen ziehen und immer Neid, Hass, Krieg und Sonstiges irgendwie in die Welt schicken. Und wir können uns entscheiden, ob wir da mitmachen oder nicht. Oder ob wir sagen, nein, ich will Frieden. Und rausgehen aus diesen Geschichten. Es sind einfach nur Geschichten. Das hier, was ich jetzt mit euch teile. Ich nehme euch nochmal mit, weil gerade läuft da niemand. Da hinten wird der Strand gereinigt. Hier, das ist Frieden. Oder? Das ist mein Schatten mit dem Badehandtuch. Das ist die eine Bucht, dahinter gibt es die nächste Bucht von dieser Hotelanlage. Da hinten sieht man ein bisschen die Wolken. Also hier ist ja Osten, da im Süden sieht man ein bisschen die Wolken. Und im Westen ist jetzt auch das Morgenrot weg, da ist jetzt einfach blau. So schön, oder? Genau. Also mit diesen Gedanken, wirklich, ich habe euch jetzt ungefiltert pur mitgenommen. Es ist purer Friede auf der Erde. Alles andere ist man-made. Alles andere ist eine Entscheidung für Anspannung, für Bewertung anderer, für sich runterregulieren oder zufrieden geben, wie es jetzt ist. Schlucken, das ist halt so. All das sind Entscheidungen, ist völlig okay. Wichtig ist die Entscheidungsfreiheit und der freie Wille, die Wahlfreiheit wahrzunehmen. Wie willst du es haben? Wie willst du leben? Wie soll dein Körper sein? Wie soll dein Leben sein?
Und der Friede ist längst auf der Erde. Wir können aussteigen aus diesen Angstblasen, aus dieser Hetzerei, dick, dünn, schwarz, weiß, die Stadt, das Land, all dieses, diese trennenden Gedanken, die gibt's nicht. Das ist keine Realität. Das ist einfach nur eine Geschichte, die da perpetuiert wird, ständig wiederholt wird von den Medien. Wir sind alle eins. Und wir sind alle auf dem Weg und wir dürfen alle aufwachen, alle uns entscheiden, uns die Augen reiben und sagen, hey, die Wahlfreiheit war immer da. Wie will ich es haben? Und genau so darf dein Leben sein. Genau da, auf dieses Ziel darfst du hinsteuern. Die inneren Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen, Blockaden, Geschichten, wie auch immer man diese Scheißerchen da nennen will, die wir da im Inneren so aufsammeln, die einfach zu erkennen, und manchmal reicht es einfach durch ständige Übung vom anderen, die zu überschreiben. Manchmal kann man es im Coaching rausnehmen lassen, das Innere. Manchmal ist es das Aufräumen von außen, dass man einfach das Äußere schon anpasst an das Innere. Es gibt so viele Wege. Und es gilt natürlich immer, wenn du es gecoacht haben willst, dann melde dich. Aber Achtung, ich glaube, nach dieser Woche, wenn ich jetzt, heute fängt der Workshop an, da bin ich noch purer, noch klarer, noch direkter. Ich habe ja bisher schon immer gesagt, bei mir, das ist die Autobahn, das Coaching. Ich weiß gar nicht, ob das Autobahnbild noch passt, um ehrlich zu sein. Ich drehe euch mal wieder zu mir. Genau. Ah, jetzt habe ich den Handyschatten. Also habe ich es, genau. Also, ich wünsche euch in dem Sinn einen wunderschönen Wochenstart, eine wunderschöne Woche. Ich zwinker da so ein bisschen in die Sonne rein. Nimm bitte einfach wahr, du hast immer die Wahl, das hier, dieses Geräusch, dieser Sonnenaufgang, die Palmen, das ist die Erde, das ist unser Planet. Das ist der pure Friede, der da ist. Alles, was von dem Frieden und der puren Liebe abweicht, ist man-made. Alles, was nicht in dieser ganz Frieden und Liebe sind, sind ja nur Labels, oder? Für Frequenzen. Alles ist Energie. Und die Energiefrequenzen von Liebe und Friede, die sind so ganz kleinwellig, ganz feine Wellen. Während Angst, Neid, Missgunst, Hass, diese Unzufriedenheit, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt, das sind so ganz grobe Bögen. Das ist eine andere Frequenz. Und die Erde ist in der feinen Schwingung schon drin. Es sind nur wir Menschen, die da noch ein bisschen so grobklotzig über die Erde trampeln. Und die immer mehr ins Feine gehen. Wir sind schon viele, Millionen, die schon ganz fein über die Erde gehen, die das wahrnehmen, dass alles andere nur Geschichten sind, die von irgendwelchen, was auch immer, in die Welt gebracht werden und immer weiter verteilt werden, wie eine Welle, oder? Und wir können aus der Welle aussteigen, wir können unsere eigene Welle machen. Und da reiche ich dir die Hand. Geh in deinen Frieden, schalte alles ab, was dir nicht gut tut, nimm wahr, was dir gut tut. Und hol dir davon mehr ins Leben und von dem, was dich angespannt macht, runterzieht, klein macht, lösch es, tu es weg, weg damit. Du hast immer die Wahl, wie dein Leben sein darf, kann, soll. Und in dem Sinn, jetzt kriege ich langsam Hunger, jetzt muss ich mal zum Frühstücken gehen und ich zwinker hier zu mich in die Sonne. Ich gebe euch nochmal Sonnenaufgang. Krass schön, oder? Also, in dem Sinn wünsche ich euch alles Gute, einen wunderschönen Tag. Viel Spaß!